Ich würde dann leiten zum zweiten Thema. Das ist Chinas Social Credit System, was ich jetzt vor diesem Hintergrund ganz besonders passend finde, weil das so ein Stück weit ein Thema ist, was auch im Grunde genommen so eine Zukunftsversion von digitaler Gesellschaft behandelt. Wir erleben das ja selber gerade, wie das ist mit einer digitalen Gesellschaft, in der wir gerade leben und vor allen Dingen arbeiten. Und das, was in China zumindest bis letztes Jahr angedacht wurde, das geht sicherlich noch einen Schritt weiter. Da geht es dann insbesondere um Überwachungssysteme und so weiter und so fort. Aber ich will da jetzt nicht vorgreifen. Das Thema wird jetzt von Martin Kraft, Kira Jacobs und Jana Westermann erläutert. Und ich sag mal, viel Spaß dabei erstmal. Oder vielleicht ist das auch gar nicht so spaßig. Wir werden das erleben. Hallo erstmal alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wie schon gesagt, wir haben ein kurzes Video zur Einführung in den Vortrag und würden jetzt erstmal alle bitten, die Kameras abzuschalten, weil dann läuft es wahrscheinlich besser. Es wird nicht bei allen richtig gut laufen, aber bei vielen hoffentlich. Und dann würde ich euch einfach mal dieses Video zeigen. Einfach wegsperren ist eine gängige Methode, wie autoritäre Regime mit Kritikern umgehen. Aber es geht auch subtiler. Zum Beispiel, wenn alle, die zu lange auf ausländischen Webseiten surfen oder sonst irgendwie negativ auffallen, einfach Punktabzug bekommen. Künstliche Intelligenz verändert unser Leben. Und besonders schnell geschieht das in China. Statuspunkte gibt's für regierungstreues Verhalten und gute Zahlungsmoral. Abzug gibt's für oppositionelle Äußerungen oder für einen verschwenderischen Lebensstil. Strafzettel direkt aufs Handy. Seit intelligente Kamerasysteme Verkehrsverstöße alleine registrieren. Es soll die Arbeit und das Leben der Menschen angenehmer machen. Von jedem Gebäude im Bezirk können Informationen abgerufen werden, etwa wie viele Menschen darin wohnen, welche Zufahrten es im Notfall gibt. Intelligente Kamerasysteme senden Alarm, wenn es brennt. Eine öffentliche Debatte über die Rundumüberwachung gibt es in China nicht. Die Smart City respektiere jedoch die privaten Daten der Bevölkerung. There are a number of cities that have kind of been designated as experimental zones in a way, which is very common in China. That's often how Chinese policies are rolled out. You try them out in certain districts, counties and cities first, and then you roll them out. Eine Wandtafel. Darauf die Bilder vorbildlicher Bürger. Und eine von ihnen kommt gerade vorbei. Aber Frau Shang ist so vorbildlich, dass sie erst einmal telefonieren muss mit dem Parteisekretär, ehe sie ein paar Fragen beantworten kann. Das lohnt sich. Ein Kredit, eine gute Schule für die Kinder oder eine Reise, alles ist leichter, wenn du viele Punkte hast. Die Partei sagt, wir sollen eine harmonische Gesellschaft schaffen. Dafür haben wir jetzt das Sozialkreditsystem. Der Gedanke der Erziehbarkeit setzt sich in den Beziehungen der Menschen untereinander fort. Die Frage ist, ob er auch den Staat legitimiert, seine Bevölkerung durch Überwachung zu erziehen. So, das war das einführende Video. Das haben wir im Zusammenhang mit einer Vorabpräsentation im Kurs Figuration und Sozialisation in der Netzwerkgesellschaft bei Dr. Thomas Walden gehalten. Und wir mussten es ein bisschen kürzen. Eigentlich ist es ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat bei allen gut funktioniert. Zumindest, dass die Audiospur lief. Und jetzt kommen wir zu unserer Präsentation. Die Präsentation haben wir im Januar 2020 gehalten, also als Corona noch weit weg war. Wir haben den Vortrag so gegliedert, dass Jana Westermann euch was über aktuelle Fortschritte in die Umsetzung erzählt, Kira Jacobs etwas über die aktuelle Netzwerktheorie im Zusammenhang mit dem Social Credit System und ich euch am Anfang eine kleine Einleitung und Hintergründe zu dem ganzen Thema gebe. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Und was uns ganz wichtig war im Referat oder im Vortrag nochmal zu sagen, dass wie groß China ist im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, was natürlich den
durch die vielen Einwohner, dass das System, die da greifen oder greifen sollen, halt eine ganz andere Dimension haben und auch ganz andere Hintergründe haben, wie das jetzt zum Beispiel in Deutschland zum Beispiel der Fall wäre. Und genau, und zum Beispiel hat China 1,4 Milliarden Einwohner im Vergleich zu Deutschland, das 83 Millionen Einwohner hat. China ist auch wesentlich größer als Deutschland. Im Vergleich haben wir hier nochmal eine Grafik, die das vielleicht mal ein bisschen klar machen soll, um sich die Dimensionen besser vorstellen zu können. Wir haben ein sozialistisches Einparteiensystem und der alleinige Machthaber ist die Kommunistische Partei Chinas. Die Ziele des Social Credit Systems, zumindest laut den chinesischen Medien, ist halt eine Einheitskultur zu schaffen, die Vertrauen, Ehrlichkeit, Moral und die traditionellen chinesischen Werte fördert, aber auch das Verhalten im Internet kontrolliert oder verbessert und soll halt auch ökonomische Probleme beheben und verbessern, also Steigerung von Markteffizienz, Wachstum des Markts, Schutz vor Marken, Schutz vor Konsumenten, auch Produktpiraterie ist auch in China ein ganz großes Thema und soll halt auch die Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit verbessern. Und die Führung glaubt halt, dass es die Glaubwürdigkeit stärken würde, den Informationsaustausch zwischen den Behörden verbessern wird, den Datenschutz verbessern und die doch großen Korruptionsprobleme in China bekämpfen. Was auch noch wichtige Faktoren sind, sind natürlich die Zensur in China, die quasi alle Medien und auch die persönliche Meinungsfreiheit einschränkt. Gegeben durch die Zensur haben wir halt Propaganda, die halt auch quasi solche Programme halt viel mehr pushen würde, weil es kann ja niemand etwas dagegen sagen. Es gibt noch zwei, man könnte sagen, analoge Vorgänger des Social Credit Systems. Und das ist zum Beispiel einmal das Hukou-System, das ist quasi die sowas wie das Einwohnermeldeamt, aber ich kann das nicht verlassen. Also wenn ich irgendwo mein Hukou irgendwo in einem ländlichen Gebiet ist, kann ich nicht einfach in die Stadt ziehen und kann dort quasi genauso leben wie in dem Gebiet, wo ich eigentlich quasi, das ich eigentlich nicht verlassen darf oder nicht verlassen sollte. Und das Daang-System, das ist eigentlich der richtige Vorgänger zum Social Credit System. Das ist eine persönliche Akte oder ein persönliches Archiv, das angelegt wird, sobald man die Schule betritt und in der alles Mögliche an persönlichen Daten gesammelt werden von Mitschriften von Lehrern, von Arbeitgebern, von Kollegen. Alles, was irgendwie rechtliche Relevanz hat, ist da eingetragen. Ehepartner und dieses System ist, also diese Akte ist auch nicht einsehbar für jemanden persönlich, sondern kann nur vom Arbeitgeber oder von Mitgliedern der Partei eingesehen werden und man persönlich hat da keinen Zugriff drauf, also man weiß nicht, was da drin steht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich an einer Universität bewerben will, muss ich quasi, hat die Einblick in mein Daang-System, also in mein Daang und kann, und dadurch, wenn ich der nicht gut aussieht, werde ich zum Beispiel nicht an einer guten Universität genommen oder bekomme einen guten Job oder also alles, was irgendwie höhere Bildungsgrade oder gut bezahlte Arbeiten, Stellen angeht, geht mir mit einem schlechten, kriege ich keinen Zugriff drauf mit einem schlechten Daang. Aber sowohl das Hukou wie auch das Daang-System sind nicht mehr so aktuell, haben viele Veränderungen durchlaufen und viele sagen auch quasi, dass das Social Credit System quasi diese zwei Systeme vereint und damit die Partei wieder mehr Macht ausüben kann. So sollen auch die meisten Daangs bis 2020, also bis zu diesem Jahr, digitalisiert werden, sodass die quasi ein bisschen auch den Grundstock vom Social Credit System bilden. Und jetzt leite ich schon weiter zu aktuellen Fortschritten und Umsetzung von Jana Westermann. Hallo von mir. Hier kommen wir jetzt zum aktuellen Fortschritt der Umsetzung. Hier ist zu sagen, dass die Informationslage relativ schwierig ist, weil es wenig offizielle Veröffentlichungen gibt. Wir haben allerdings ein paar gefunden.
Ja, es gibt wenig offizielle Veröffentlichungen. Wir haben eine gefunden, und zwar werden laut der chinesischen Volksbank im Juni 2019 die Daten von 990 Millionen Menschen und knapp 26 Millionen Unternehmen und Organisationen erfasst. Es gibt auch noch kein einheitliches System, sondern etwas mehr als 40 Pilotprojekte, die in verschiedenen Städten gerade getestet werden. Die Karte zeigt einige Städte, in denen die Systeme zurzeit laufen. Die befinden sich überwiegend im Osten. Bis Ende 2020 ist dann die Durchsetzung eines Systems auch nationalweit im ganzen Land geplant. Unter den 40 Systemen befinden sich sowohl staatliche als auch private Systeme. Ein System, das privat läuft, ist zum Beispiel das Season Credit System von Alibaba, was dann auch Käuferdaten ausnutzt. Die staatlichen Systeme laufen zum Teil analog, aber auch digital. Wie gerade im Video zu sehen war, gibt es dann Tafeln innerhalb der Stadt, auf denen dann der Score öffentlich einsehbar ist und alle Namen quasi genannt werden von Nachbarn, die sich eben an die Regeln halten oder nicht. Jetzt kommen wir zu den Auswirkungen des Ratings, und zwar unterscheiden die sich von System zu System. Häufig findet man Informationen zur Limitierung von Luxuskonsumgütern. Das umfasst zum Beispiel das Reisen mit Hochgeschwindigkeitszügen, aber auch Flugzeugen, den Zugang zu Privatschulen. Da sieht man dann auch, dass der eigene Score nicht nur das eigene Leben beeinflusst, sondern auch das der Familie. Personen mit hohem Rating werden Kautionen erlassen, sie erhalten steuerliche Vorteile und den Zugang zu öffentlichen Aufträgen und Subventionen. Und auch der Zugriff auf soziale Medien wird abhängig vom Score reguliert. Ich würde jetzt... Entschuldigung. Außerdem erhalten Personen mit hohem Score Rabatte auf Strom- und Wasserrechnungen. Die Chance auf Jobs und Beförderung ist vom Score abhängig und genau wie die Partnersuche, die höher Bewerteten erhalten da auch bessere Chancen. Es lassen sich zudem Effekte in der gesellschaftlichen und familiären Anerkennung feststellen, und Personen mit niedrigem Score werden auch ausgeschlossen, der Partei beizutreten. Ich würde jetzt nochmal auf ein System genauer eingehen, und zwar ist es das Mass Credit Programm in Suning. Suning ist eine kreisfreie Stadt im Südwesten Chinas und hat 3,3 Millionen Einwohner. Es war die erste Stadt mit einem Social Credit System und startete dort 2010 und gilt als Vorgänger späterer Systeme. Man startet hier mit 1000 Punkten, was das Maximum der möglichen Punkte darstellt. Und der Fokus des Systems liegt auf der Bestrafung. Für den Punktabzug gibt es dann eine festgelegte Score-Tabelle, und einen Ausschnitt habe ich hier rechts eingefügt. Wie man sieht, werden da Informationen aus Darlehen, nicht gezahlten Steuern, Diebstahl und Verkehrsrechtsverletzungen spielen sich da mit ein, aber auch die Punkte wie Tugend im Haushalt oder die Familienplanung spielen da mit rein. Bürger werden dann in vier Kategorien A bis D eingeteilt. Klasse A-Bürger erhalten Vorteile, zum Beispiel in der Jobsuche, während Klasse D-Bürger härter kontrolliert werden und auch als Soldat oder bürgerlicher Diener einberufen werden können. Die abgezogenen Punkte werden nach einer Zeitspanne von 2 bis 5 Jahren wieder gutgeschrieben. Es gab dann relativ viel Kritik, auch aus den staatlichen Medien, sodass das System 2016 wieder eingestellt wurde. Die Grundsysteme, zum Beispiel, dass Personen, die Regeln brechen, öffentlich diffamiert werden, konnten sich allerdings auch in anderen Systemen weiterhin übertragen. Ja, hallo auch von mir. Ich möchte jetzt noch die Social Credit Systeme noch ein bisschen in eine Theorie einbetten, nämlich in die aktuelle Netzwerktheorie. Das Besondere an der Theorie ist eben, dass nicht nur Menschen als AkteurInnen innerhalb von Netzwerken auftreten können, sondern im Prinzip alles, also auch Dinge und Institutionen. Und als AkteurInnen gilt dabei, wer oder was eine gegebene Situation verändert und einen Unterschied macht. Und Handlungsfähigkeit entsteht dann eben erst im Zusammenspiel mehrerer AkteurInnen. Also man kann nicht sagen, das war jetzt der Staatschef, der dies und jenes gemacht hat, sondern auch er handelt innerhalb dieses Netzwerkes. Und
Im Zuge dessen haben wir für das Social Credit System eben diese vier Bereiche, die ihr jetzt schon seht, ausgearbeitet, die sehr zentral sind und ja ganz vernetzt sind. Das sieht man ja, glaube ich, auch schon gut in dem Schaubild. Angefangen einmal bei der Regierung, natürlich eben Xi Jinping und die Kommunistische Partei Chinas, aber auch die regierungseigene Nachrichtenagentur, über die entsprechend regierungsnahe Informationen bereitgestellt werden. Die Regierung ist natürlich insofern zentral, als dass sie überhaupt erst die Systeme ins Leben gerufen haben und überhaupt initiiert haben, auch die Bedingungen festlegen und auch die Kontrolle zum Beispiel eben im Bereich der Unternehmen ausüben. Die Unternehmen wiederum, um rechts, da haben wir jetzt vor allem eben die großen Technologiefirmen aus China aufgelistet, spielen in mehrererlei Hinsicht eine zentrale Rolle, weil sie einmal selbst auch eben der Kontrolle, das habe ich ja gerade schon angedeutet, unterliegen und selbst auch Scoring-Systeme ja, an denen partizipieren müssen, weil, wie Martin ja eingangs sagte, sind es auch wirtschaftliche Ziele, die mit den Systemen verfolgt werden. Und dementsprechend geht es auch darum, zum Beispiel Falschprodukte nicht weiter in Umlauf zu bringen. Und zum anderen sind die Unternehmen natürlich diejenigen, die die digitalen Technologien überhaupt erst entwickeln und betreiben, mit denen dann all die Daten, die digital über die einzelnen Personen erhoben werden, dann der Regierung wiederum zur Verfügung stellen. Genau, und beispielhaft sind jetzt eher mal Social Media, Suchmaschinen, Online-Aktionshäuser, Online-Bezahlsysteme zu nennen, also unten rechts die ganzen Technologien, genau, eben alles, was die BürgerInnen dann in ihrem alltäglichen Leben nutzen, fließt dann wiederum in den Score mit ein, der dann wieder auf das ganze Leben der Person beeinflusst. Und schließlich haben wir noch als vierten Punkt die Kultur mit aufgegriffen, einfach aus dem Punkt, dass man sich ja aus unserer Perspektive sofort fragt, okay, wie kann das sein, dass solche Systeme, die eine solche totale Überwachung ermöglichen, akzeptiert werden in der Bevölkerung. Und das hängt sicherlich eben mit der kulturellen Einstellung, die in China vorwiegend vorliegt, zusammen. Eben, dass man für das Kollektiv handelt, dass Menschen als erziehbar gelten, einen hoher Stellenwert von Anstand und Sitte. Interessant ist eben zum Beispiel auch, dass es teilweise bei dem Social Credit System kollektive Bestrafungen gibt. Also wenn zum Beispiel die Eltern einen niedrigen Score haben, wird den Kindern verwehrt, eine gute Schule zu besuchen. Auch wenn die Kinder jetzt ja selbst gar nichts dafür können. Und dementsprechend natürlich auch ein Konformitätszwang herrscht. Genau, all das erscheint uns natürlich eher fremd, aber ich denke eben, die Kultur ist ein Teil dessen, der erklärt, warum das in China möglich ist und nicht auf viel Widerstand trifft. Genau, und unsere Perspektive führt mich jetzt auch zu unserer Abschlussfolie. Magst du nochmal weitermachen? Danke. Genau, will we have a brave new world or a 1984 dystopia? Why don't we have both? Genau. Erstmal danke für eure Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, können wir die jetzt gerne klären. Mich würde vielleicht interessieren, wie man Thomas ist jetzt dran, wird es bei dem belassen, dass man nicht wirklich bestraft wird oder weil ich nur Nachteile habe oder wenn jetzt irgendwer sich wirklich was zu Schulden kommen lässt, ob man... Gibt es da Gefängnisstrafen oder habt ihr das auch ein bisschen untersucht? Das würde mich interessieren. Also von Gefängnisstrafen wissen wir nichts, aber es gibt natürlich diese Blacklists, die es auch schon sehr lange gibt, die einem dann halt quasi die Möglichkeiten nehmen, Zugtickets zu kaufen, Flugtickets zu kaufen,
diesen Kindern verwehren, die Schule, eine Schule, eine gute Schule zu besuchen. Und das so viel, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also es gibt ja Hundebesitzer, wenn ein Hundebesitzer dreimal angekreidet wird, zum Beispiel, ich glaube, das war in Shanghai, dann wird ihm der Hund weggenommen und er darf für 5 Jahre keinen Hund mehr besitzen. Und also es gibt schon sehr viele Sanktionen auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es bis zu Gefängnis geht, also offiziell. Ich denke, ja, die Einberufung als Soldat oder bürgerlicher Diener, ja, heißt kommt das, dann vielleicht auch. Heißt das, Thomas Schöffner, ja, heißt das, dass dieses System für alle verpflichtend ist? Also ein Chinese kann sich das gar nicht aussuchen, ob er hier mitmachen möchte oder nicht, sondern das wird über alle drüber gestülpt sozusagen, ob die Leute jetzt wollen oder nicht. Ja. Die meisten Systeme sind verpflichtend ab 18 Jahren. Also es gibt bestimmt ein paar Leute, die quasi durchs Raster fallen, aber ob die dann auch wirklich zur Gesellschaft gehören, wenn das großflächig eingeführt ist, ist halt auch die große Frage. Nee, ich habe zwei Sachen. Ich habe eine Frage und ich habe eine Anmerkung. Eine ist eine Anmerkung zu Thomas Wimmer und Martin Kreft. Das war die Frage nach der Bestrafung. Also wir alle wissen ja, dass es diese Umerziehungslager in China gibt, wo Menschen einfach reingeschickt werden und zeitweise für sehr, sehr lange Zeit drinnen bleiben müssen. Und was ich weiß, ist, dass auch aufgrund des Social Ranking oder des Social Credits Menschen in diese Umerziehungslager mit der Begründung gekommen sind, sie zu besseren Menschen zu erziehen. Also jetzt weiß man nicht genau, ob man Gefängnis mit Umerziehung gleichsetzen kann. Ich würde das tun. Was ich bis jetzt gehört und gesehen habe, aber ich denke schon, das hat einen dramatischen Einbruch. Meine Frage, die ich eigentlich habe, ist, glauben wir, dass dieses System, was jetzt bei 900 Millionen Menschen angekommen ist, wahrscheinlich in den nächsten 3 bis 5 Jahren auf 1,4 Milliarden Chinesen ausgerollt wird, ein unheimliches Potenzial hat, einem Herrn Erdogan, einem Herrn Bolsonaro, einem Herrn, weiß ich nicht, nach Polen gab es bereits die ersten Kontakte des Gründers des Social Ranking System. Ich habe da einen schönen Filmbeitrag gesehen, wo er zu Monsieur Hollande, dem französischen Ex-Staatspräsidenten, gesagt hatte, mit dem System hättet ihr kein Problem mit dem Geldwesten gehabt. Also die Frage, die daraus resultiert, ist das etwas, was nach unserer Meinung hier in diesem Salon eine lokal begrenzte Aktivität ist? Lass die Chinesen machen. Oder glauben wir, das ist die Blaupause dafür, wie wir auf diesem Planeten, wir sind jetzt gerade mal 7,7 Milliarden Menschen und werden nach WHO-Angaben im Jahr 2050 12 Milliarden Menschen sein, wovon die meisten in den Städten leben. Also nochmal, das würde mich interessieren, wie eure Einschätzung dazu ist. Ist das für uns die Blaupause, wie in großen Menschenmengen, Kulturen Menschen zukünftig zusammenleben werden? Ja, ich kann die Frage mal weitergeben. Ich würde sie vielleicht ein wenig kleiner fassen. Wir reden ja also im erziehungswissenschaftlichen Kontext, zumindest wenn es dann um Digitalisierung geht, auch immer um die Digitalisierung der Lehre. Das, was wir hier jetzt gerade haben, ist eine Form davon, aber worüber auch gesprochen wird sehr intensiv, ist die Unterstützung durch künstliche Intelligenzsysteme, die dann also auch Prüfungen abnehmen und so weiter und so fort. Das Social Credit System hat also gezeigt, was möglich ist an Überwachung durch künstliche Intelligenzen. Und wenn ich jetzt auf Simons Frage zurückkomme, und wir also sozusagen, können wir an dieser kleinen Baustelle Hochschullehre vielleicht mal anfangen zu überlegen, ob das eine gute Idee ist, in der Form Überwachungstools zur Verfügung zu stellen, die also die Lehre unterstützen sollen. Virtuelle Assistenten heißen sie ja dann. Wo kann das nützlich sein und wo also würde das zu weit gehen? Ist vielleicht eine Frage, die wir eher beantworten können. Michael hat sich gemeldet. Simon, du kannst deine Hand wieder runternehmen, dafür müsstest du noch einmal draufklicken. Oh, danke. Also zu meinem Vorredner, natürlich könnte das eine Blaupause sein. Da gilt es entsprechend auf der Hut zu sein und man hat diese Bestrebungen jetzt im Zusammenhang mit Corona. Also mir ist es während des Vortrages immer wieder eingefallen, ich weiß nicht, ob in Deutschland auch so eine App im Gespräch war, die relativ schnell nach dieser Epidemieausbruch im Gespräch war, wo also wirklich mit Hilfe einer App ein Tracking der Bürger hätte stattfinden können, jetzt auch unter dem Deckmantel
die Ausbreitung zu verhindern, aber natürlich Tür und Tor für viele andere Datensammlungen geöffnet worden wären. Die Lage in Deutschland ist mir hier nicht bekannt, aber in Österreich hat es also sehr breiten Widerstand gegeben, solch eine App jetzt schnell einzuführen, und sie hat ja auch bis jetzt nicht wirklich durchgesetzt. Vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil man hier solche Möglichkeiten, die jetzt in China schon Realität sind, wirklich verhindern möchte. Also mir ist nur neulich untergekommen, dass ja die App angeblich in Südkorea ja im Einsatz war und dort auch entsprechende Wirkung, also im Sinne von positive Wirkung ausgeübt hat. Tatsache war aber, dass die meisten die gar nicht draufgeladen haben. Also hier ist sozusagen noch das Prinzip der Freiwilligkeit noch so ein Momentum, was da demokratische Prozesse offen hält. Ich glaube, dass ja jetzt die Frage, jetzt kommt wieder eine App und alle werden überwacht. Es ist ein schleichender Prozess. Also ich habe jetzt zum Geburtstag Alexa bekommen und habe mich gefreut. Ich bin mir aber noch sehr bewusst, wie ich vor einigen Jahren gesagt habe, nicht in diesem Leben. Und dann sagte Alexa auf einmal, sie möchte sich gerne mit meinem Telefonbuch synchronisieren, erstmal so pro forma. Also ich glaube, dass diese ganzen Prozesse durch die Hintertür reinkommen und dass gerade die großen Diensteanbieter und die Dienstleistungen und das tolle Navigieren all diese Sachen spielerisch und abhängig davon machen. Und dass wir dann uns vielleicht sogar wünschen, dass unsere Kinder in der Schule ähnliche Werkzeuge an die Hand bekommen, mit dem Nebeneffekt, dass dadurch eine enorme Kontrolle ausgeübt werden könnte. Vielleicht noch das dazu. Ich habe eine eigene persönliche Erfahrung auch gehabt. Bei uns gibt es diese Jö-Karte, wenn ich einkaufen gehe, dass ich da Punkte bekomme. Und ich wollte diese Jö-Karte abbestellen. Und das ist eigentlich gar nicht so einfach, dass ich die wieder abbestellen kann. Und die Kaufhäuser, und das ist jetzt nicht nur bei uns der Billa, das sind Tankstellen, das sind irgendwelche Kaufhäuser, die da vereint sind. Und die wissen dann halt von vorne bis hinten das Kaufverhalten, wie ihr alle sicher wisst. Und es gibt sehr viele Leute, die das halt nutzen, weil sie einen positiven, Erleichterungen bekommen. Und weil das ist, ich glaube auch, dass es ein schleichender Prozess ist. Viele Leute denken da gar nicht nach. Und ich finde es aber auch höchst problematisch, dass ich sowas verwende. Und ich habe dann versucht, dass ich diese Jö-Karte kündige und habe mir gedacht, ja, das kann ich online ganz schnell machen. Ich setze da oder ich gebe ein Häkchen weg und dann bin ich wieder frei. Und das hat aber 3 Wochen gedauert, bis dass ich dann die Bestätigung bekommen habe, dass meine Daten auch wirklich gelöscht worden sind. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die wirklich gelöscht worden sind. Aber ich habe das über den postalischen Weg habe ich das hinschicken müssen und dann habe ich das erst nach 3 Wochen die Zustimmung bekommen, dass diese Daten gelöscht sind. Und es wird einem schon sehr schwer gemacht, dass man da auch dann wieder austritt, wenn ich mal da drinnen bin. Das ist so meine Erfahrung und ich glaube auch, dass das schwierig zum Aufhalten ist. Mhm. Ja, ich habe also in Österreich damals auch tatsächlich die Erfahrung gemacht mit diesen ganzen Rabattkartensystemen und so weiter, was ja früher auch mal bei uns statt hatte, dass man da wirklich signifikante Vorteile hatte. Das muss nicht mal jetzt so eine Digitalkarte sein, aber also um Lebensmittel einzukaufen, die sind ja bei uns deutlich preiswerter. Das wird ja zurzeit ja auch diskutiert, insbesondere über den Fleischkonsum und so weiter und so fort und die Preise. Aber die sind bei uns deutlich preiswerter als in Österreich. Aber wenn man da halt in diesem Rabattmarkensystem zugegen ist, dann also hat man Vorteile. Und das ist ja im Prinzip auch sowas wie dieses Social Credit System quasi auf so einer basalen Ebene, Oliver. Da kämst du im Grunde genommen auch wieder mit der Nassi-Geschichte wieder rein, dass sozusagen die Gesellschaft sowieso an der Stelle schon digital ein Stück weit strukturiert ist und sie deswegen auch, ja, wie soll man das sagen, so empfänglich ist für die Digitalisierung. Ich dachte, ich melde mich nochmal. Okay. Ja, ich wollte noch sagen, dass die Diskussion dann ja immer um ein Tool oder um einen Dienstleister geht und dass man sagt, also
Google ist zwischenzeitlich gut, aber Facebook ist more evil every day. Interessant ist, und Cambridge Analytica hat das ja gezeigt, ist, dass man ja gar nicht die einzelnen Werkzeuge getrennt betrachten darf und dass man sich auch gar nicht als Individuum beobachten muss, sondern dass, wie zum Beispiel bei Facebook, das Zusammenführen dieser Daten ja ganz neue Aspekte bietet. Also Facebook muss ja gar nichts über mich wissen, außer was es über meine Freunde weiß. Sobald die Frage nach meinen Hobbys kommt, guckt man einfach, was meine Freunde für Hobbys haben. Und so können eben Metadaten geschaffen werden, die keiner KI bedürfen. Das ist eher Statistik und Heuristik, dass man also zwar die, wie heißt es nicht, Bila-Card, die Ö-Card abschaffen kann, aber vielleicht durch die Handybewegung in den Markt und durch den Freundeskreis wiederum auf Veganer oder was auch immer zugeschossen werden kann. Ich will nur sagen, dieses netzartige Verbreiten führt zu Effekten, die man gar nicht mehr überblickt. Das kann man eigentlich nur bestätigen, speziell dieses Facebook-Verhalten, dieses Phänomen der sogenannten Echokammern. Da kommt man dann sozusagen in einen Kreislauf hinein oder in eine Spirale, weil wenn man heute ein Facebook-Konto anlegt, dann ist in Facebook die Timeline zu Beginn einmal leer, da ist überhaupt nichts drinnen. Und sobald ich irgendwelche Präferenzen dort bekannt gebe, fängt dieser Algorithmus, von dem wir bis heute immer noch nicht wissen, wie der arbeitet in Facebook. Das ist eines der bestgehütetsten Betriebsgeheimnisse weltweit, so wie die Coca-Cola-Formel, ist auch dieser Facebook-Algorithmus sozusagen sehr, sehr gut gehütet. Und das ist ja auch eines dieser Phänomene der heutigen Zeit, warum wir hier sozusagen, wir uns immer wieder in Echokammern bewegen und warum auch dieses nationale, rechtsnationale, extreme, rechtsextreme Denken mehr wird. Weil es ist ja eigentlich ganz klar, wenn ich hier meine Freunde aus diesem Kreis sich bewegen, dann wird der Algorithmus mir weiter diese Vorschläge geben. Ja? Und zum Schluss werde ich denken, nicht nur ich denke so, sondern anscheinend ganz Facebook denkt so, weil ich bekomme immer wieder diese Vorschläge gemacht. Ja? War ja auch einer der Gründe beispielsweise, warum Donald Trump im letzten Wahlkampf so gut reüssiert hat. Man weiß heute, dass auf seine Facebook-Postings bis zu 70% Interaktion erfolgt sind. Ob das jetzt geliked ist, geshared wird oder ob Leute damit nicht einverstanden wurden, ob Leute nicht einverstanden waren, aber er hat es geschafft, 70% Interaktion zu schaffen. Er war einfach präsenter als Hillary Clinton. Und Hillary Clinton hat beispielsweise 27%, glaube ich, Interaktion auf ihre Postings im letzten Wahlkampf erreicht. Das Gleiche passiert ja momentan auch in Twitter. Also der Herr Trump verbreitet ja seine Weisheiten ausschließlich via Twitter. Und das ist die Gefahr dahinter, dass wir hier nicht einsehen können, wie diese Dinge arbeiten und wie diese Inhalte uns präsentiert werden. Ich kann ja das sozusagen gar nicht mehr beeinflussen. Wenn ich hier etwas like, etwas share oder mir etwas immer wieder ansehe, dann bekomme ich genau diese Inhalte auch wieder sozusagen präsentiert. Es gibt interessante Studien dazu, wie sich Demokraten und Republikaner beispielsweise im letzten Wahlkampf untereinander ausgetauscht haben. Und es hat ganz wenig Verknüpfungen, ganz wenig Querverbindungen zwischen Republikaner und Demokraten, dass dort jemand nachgesehen hätte. Nur ergänzend dazu. Ja, da stellt sich dann die Frage, wie weit das gehen kann, wie weit das gehen wird. Und wer also sozusagen hat das in der Hand, das zu bestimmen? Weil die Möglichkeiten, die Technik bietet, irgendwie, das war ja zumindest in den letzten Jahren immer der Fokus, sind grenzenlos. Die Tools können das alles leisten. Die Frage ist, wollen wir das leisten? Und wer also könnte sich dagegen sperren
und sagen, bestimmte Dinge wollen wir nicht, aber kann man sich das, wenn man jetzt über Wettbewerb nachdenkt, kann man sich das dann leisten, irgendwie in einem globalen Wettbewerb, stehen wir in einem globalen Wettbewerb? Die zweite Frage ist, hat sich durch Corona an der ganzen Geschichte was geändert an der Einstellung oder nicht? Ich glaube nicht, dass wir das heute bis zum Ende diskutieren können. Aber wir können es ja erstmal an dieser Stelle so stehen lassen und vielleicht mitnehmen und würden einfach mal zum nächsten Thema weiter wechseln, um dann zu gucken, wie er weitergeht. Aber da kommt noch von Melina Oetting eine Chatnachricht. Wer dieses Thema des Social Credit System auch mal in Serie umgesetzt sehen möchte, Black Mirror Staffel 3, Folge 1.